Mein Handy hat teilweise so viele Nachrichten bekommen, egal ob von Real-Life-Freunden, von Leuten auf der YouTuber-Insel, und die meinten, Sue, guck dir dieses Video an, was Russik abgeloadet hat, aber sei nicht schockiert. Freunde, wir werden jetzt wahrscheinlich irgendwas aufgedeckt bekommen, was schon die ganze Zeit im Raum stand. Ich bin gespannt, lasst auf jeden Fall einen saftigen Like da, ich würde mich über euren Support freuen. Und deshalb, Freunde, lasst uns reingehen. Ich bin echt gespannt. Als dieses Video direkt rausgekommen ist, habe ich schon die Nachrichten bekommen. Aber ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht, war auch nicht an dem Laptop. Ich bin jetzt auch gerade nicht zu Hause, wie ihr gerade am Hintergrund alles sehen könnt. Aber wir gehen da rein. Ich bin echt gespannt, Leute, was uns gleich erwarten wird. Hallo Freunde, willkommen zu einem erneuten Video. Mir wurde halt schon gesagt, dass ich nicht darüber erfreut sein werde. Deshalb, ich weiß echt nicht, was gleich jetzt Sache sein wird. Ist das ein Kissen? So, hallo Freunde. Krass. Willkommen zu einem erneuten Video. Dieses Video ist nicht normal, wie es... Ansage an Awife HD. Also ich habe natürlich eine Vermutung, worüber sich das alles handeln wird, weil vor allem auch die Nachrichten so Andeutungen hatten, aber ich will mich überraschen lassen. Ich will gucken, ob das wirklich wahr ist. Deshalb, Leute, lasst uns mal reingehen. Kennt, sondern es ist eine Ansage an Lukas bzw. Awife HD, 3D, XD, wie auch immer, meine Lieben. Lukas Awife XD HD. Freunde, und zwar an den Mann, der die meisten Ansagen auf der YouTuber-Insel verteilt hat. Eine Ansage hier, eine Ansage da. Bang, Stani, Alphastein, er hat echt viele, auch Ansage gegen mich. Für eine Ansage gegen dich, mein Lieber. Ja, Leute, ich bin die Toilette. Ich bin die Toilette. Okay, wird das jetzt so ein Zerstörungsvideo oder was? Boah. Ansage an Awife. Das kann nur das sein, was ich gerade denke, Leute. Das kann einfach nur das sein. Wegen den Umständen der letzten Tage, was ist passiert? Kurz zusammengefasst. Alphastein wurde in eine Falle gelockt und erledigt. Ganz kurz dazu, ihr wisst, Freunde, ich bin kein Freund davon, wenn irgendwie Sachen vom Spiel ins echte Leben übertragen werden, so. Und das Ding ist, Alphastein ist kurz davor, die Insel zu verlassen, und ich will das nicht. Das ist alles nur ein Spiel, und klar, die Sachen, die er im Spiel gemacht hat, die bezogen sich halt nur aufs Spiel, so. Und ich denke mir so, ey, Alphastein, Bro, sei nicht beleidigt, bleib auf der Insel. Und anscheinend will Russik jetzt auch mit aller Kraft dafür sorgen, dass Alphastein die Insel nicht verlässt und beziehungsweise halt das Projekt nicht quittet, ne? Ich bin gespannt. Die Gründe dafür waren, ja, er hat nicht das ganze Gunpowder abgegeben, hier Gunpowder da. Okay, ich habe mein Bestes gegeben, dass Alphastein bzw. der Alpha-Clan sich mit den Wasserkriegern versteht. Also bin ich im Alpha-Clan davor gegangen, dass wir diesen Deal machen, dass wir uns verstehen, dass wir zusammenhalten. Alles war am Start, alles war gut, und ich dachte, die Wasserkrieger und Alpha-Clan sind jetzt korrekt miteinander. Leider ist... Ist das also der Grund gewesen, warum Russik überhaupt in den Alpha-Clan reingegangen ist, oder was? Nicht so passiert. Alphastein ist am Boden. Weil ich habe mich eh gewundert, von dem einen Tag auf den anderen, Russik und ich waren immer dicke in Fortnite, sag ich schon, in Minecraft. Und plötzlich von dem einen oder anderen Tag ist er dann rübergegangen zum Alpha-Clan und hat mich dann angegriffen, hat den Wither bei mir gespawnt, hat dann Sachen zerstört von uns. Er weint. Er weiß nicht, wohin mit sich, seine ganzen Sachen sind weg. Das ist halt eine Sache, die mir wehtut, weil Alphastein ist ein Bruder von mir. Ein sehr... ich weiß, er hat seine Defizite. Er ist nicht immer der Schlauste, der Beste, der Netteste. Okay, ich verstehe, was du über Alphastein sagen willst. Ich muss tatsächlich auch sagen, Leute, ich habe dieses Gefühl auch bei Alphastein. Klar, er baut oft Scheiße, aber in dem Moment, wo er keine Scheiße baut, ihr wisst, zu dem Zeitpunkt, warum gucke ich gerade irgendwo anders hin? Da ist die Kamera. Ich muss in die Richtung gucken. Ich gucke die ganze Zeit nach oben, weil ich denke, dass da meine Kamera ist, Leute, Verzeihung. Also in die Kamera. Alphastein, ihr wisst, wenn er korrekt zu mir war, ich war auch korrekt zu ihm. Und die Zeit, wo er dann quasi bei den Dreizack-Brüdern war, da habe ich echt auch diese Gefühle gehabt, die Russik gerade beschrieben hat, weil er ist irgendwie so teilweise auch so lost, ein bisschen tollpatschig unterwegs, und wenn er korrekt zu einem ist, dann hat man irgendwie auch dieses Gefühl, man will ihm helfen. Aber so wie er ist, ist er gut. Und er hat ein Herz an seinem rechten Fleck. Er hat ein Herz aus Stein. Mit einem Stein drin, aber er hat eins. Ja. Und aus diesem Grund habe ich mir den Mut zusammengefasst. Ich habe es ein bisschen geteasert, meine lieben Freunde, dass ich etwas vielleicht habe, was die ganze Situation wieder komplett umdrehen wird. Und ich was auf jeden Fall will er haben, Leute, bevor ich jetzt irgendwie voreingenommen an die Geschichte rangehe, was halt noch nicht bewiesen wurde, okay? Ich will das auch gar nicht hier jetzt erwähnen, weil ich will jetzt nicht etwas ein Thema wieder aufkochen, falls das gar nicht das Thema ist. Was kann er haben, dass Alphastein einen Grund hat, nicht von der Insel zu gehen, vor allem was sich auf Lukas bezieht? Dafür Sorge, dass Alphastein
die letzte Träne wegwischt und mit einem Lächeln den nächsten Tag sieht. Wie habe ich das Ganze gemacht, meine lieben Freunde? Es ist der Pupsig Da Vinci Code. Der Pupsig Da Vinci Code, meine lieben Freunde. Da Vinci Code. Auch die Kerze. Lukas? Ich habe die Kerze gar nicht gesehen. Es wird ernst. Ja. Wieso die Ansage? Was habe ich gemacht? Wieso kommt die Ansage? Also, den Grund wisst ihr, wieso ich das Ganze jetzt mache. Und den Ass, den werde ich euch jetzt erklären. Denn dafür müssen wir auf jeden Fall eine lange kleine Nein, Zeitreise machen. Nein, bitte sag mir nicht. Circa einen Monat zurück, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, ein bisschen November irgendwo, Anfang November. Zu diesem Zeitpunkt war ich auf der YouTuber-Insel noch relativ solo unterwegs. Ja, A Wife war auf jeden Fall einer der Starken. Auf jeden Fall, schon immer. Ja. Und wenn es eine Person gab, mit der ich mich nicht anlegen wollte, war es Lukas. Weil man muss einfach sagen, Respekt Lukas, du hast immer eine gute Clan-Struktur, du machst... Aber ist das so, dass du dann sagst, dass du dich nicht mit ihm anlegen willst? Bei mir ist das zum Beispiel in Games so, dass wenn jemand stark ist, dann habe ich erst recht, diesen Reiz noch stärker, noch besser zu werden und vor allem die Person zu besiegen. Bro, das Ding ist, hätten wir uns beide zusammengetan, du und ich gegen Armin und Lukas auf Minecraft-Basis, ich sag dir ehrlich, ich glaube, wir hätten die besiegt. Items, ihr baut euch gut auf und dadurch habt ihr auf jeden Fall eine mächtige Kraft und man hat Respekt. Ich war zu dem Zeitpunkt allein und ich dachte mir, okay, was ist, wenn Lukas mal mein Gegner wird? Ich muss einen Ass haben. Ich muss Lukas zeigen, dass er trotzdem aufpassen muss. Also habe ich es auch getan. Nur keiner hat es gemerkt, so richtig. Kommen wir zu der Situation. Hä? Leute, ich will es irgendwie gerade erwähnen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, das hat doch safe nichts damit zu tun. Was will er gleich sagen? Anfang November war ich bei Lukas zu Besuch. Ja, wir sind auch im echten Leben Freunde. Ich hoffe doch auch immer noch. Also, ich meine, ich mag dich. Aber in der Minecraft-Welt haben wir die... Das ist auch das Problem, was viele einfach nicht checken. Leute, Minecraft ist Minecraft. Reale Welt ist reale Welt. Okay, klar, es gab natürlich jetzt Themen, die leider aus dem Spiel genommen worden sind und das... ins echte Leben gebracht haben, aber sonst mögen wir uns eigentlich alle im echten Leben. Okay, und das dürft ihr halt nicht vergessen, wenn wir Beef im Spiel haben. Wenn ich jetzt irgendwie, wenn Max oder sonst was bei mir zersprengen sollte, klar, im Spiel bin ich sauer auf ihn, im Spiel habe ich dann einen Grund, ihn anzugreifen. Aber ich würde niemals im Leben, im echten Leben dann sagen, ey Max, was bist du für ein Punkt, 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 Punkt. Check dir das, worauf ich hinaus will. Und das checken die jüngeren Zuschauer leider nicht. Ein oder anderen Probleme, die wir klären müssen. Nimm es nicht zu persönlich, mein Lieber. Aber... wir waren was essen. Leckeres Essen. Du hast mich eingeladen zum Essen. Danke dafür. Hat geschmeckt. Vielleicht lade ich dich das nächste Mal wieder ein zum Essen, wenn es ein nächstes Mal gibt, mein Lieber. Hä? Weil jetzt wird's nämlich hart. Ich habe dich besucht daheim. Wir haben eine schöne Zeit erlebt, schöne Gespräche geführt, schön was gegessen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du jetzt gerade der mächtigste Spieler auf der YouTuber-Insel bist, musst du ein bisschen runterkommen und verstehen, dass du aufpassen musst. Und wie habe ich das Ganze getan? Ich habe einen... Okay, das war natürlich auch mein Gedanke damals. Prank geplant. Einen einfachen Prank, um ein bisschen Spaß zu haben mit dir. Aber der ist schiefgegangen. Komplett schiefgegangen. Alles ist schiefgegangen. Der Prank war folgender. Eine Kiste zu platzieren in deiner Base, wo alle deine Sachen sind, mit einem Schild. Pass auf. Und das war auch so. Nur, dass diese... Ich bin gerade sprachlos. Ich bin gerade... Oh mein Gott, was ist das gerade für ein Gefühl? Digga. Ich habe gerade Gänsehaut, Freunde. Freunde, verzeiht mir gerade. Ich bin gerade unnormal schockiert. Ich bin gerade scheiß sprachlos. Wisst ihr, was das gerade bedeutet? Wisst ihr, was diese Aktion gerade bedeutet? Als ob Russik. Ich hab's von Anfang an gesagt, Leute. Ich wurde beleidigt. Ich wurde von Lukas beleidigt. Von seiner ganzen Community. Ich wurde von allen gehatet. Morddrohungen, keine Ahnung was. Die Leute haben bis zum jetzt, teilweise, obwohl ich diese ganzen Videos gemacht habe, obwohl Lukas sogar dieses Video mit mir gemacht hatte, haben trotzdem immer noch Leute gedacht, dass ich ihn gehackt hatte. Obwohl ich so viele Theorien aufgestellt, ich hatte 3 Main-Theorien, ja. Wie oft habe ich gesagt, es könnte irgendein Prank sein von irgendjemandem, der ihn im echten Leben kennt. Und letztendlich ist das genauso gewesen, wie ich das gesagt habe. Mir hat kein Mensch geglaubt. Keiner hat mir geglaubt.
Außer halt meine Community und die Leute, die natürlich, was heißt, keiner hat mir geglaubt. Am Ende haben natürlich mir viel, viel mehr Menschen geglaubt als am Anfang. Aber am Anfang stand ich da, wo dachte mir, hey, seid ihr gerade komplett bescheuert im Kopf? Ihr beleidigt mich, ich sage, ich habe das nicht gemacht, ich habe Beweise geliefert, Screenshots, keine Ahnung was, hab das nochmal gezeigt gehabt, hab gesagt, ey Leute, warum greift ihr überhaupt, wenn was ist, dann greift mich an, lasst meinen Bruder aus dem Spiel, lasst meine Mutter aus dem Spiel, lasst meinen Vater aus dem Spiel, checkt ihr das? Checkt ihr diese Situation? Ich habe von Anfang an die Wahrheit gesagt und jetzt kommt die ganze Geschichte endlich ans Licht. Ich habe euch immer gesagt, Leute, wenn ihr die Wahrheit kennt, wenn ihr die Wahrheit sagt, wenn euch kein Mensch glaubt, dann kämpft für die Wahrheit, kämpft dafür, zeigt das den Menschen da draußen, egal wie viele es sein sollten, kämpft dafür, zeigt es den Leuten, dass ihr die Wahrheit erzählt, auch wenn kein Mensch euch glauben sollte. Aber wenn ihr im Recht seid, kämpft dafür. Und ich habe gekämpft, ich habe nicht aufgegeben. Andere hätten vielleicht schon längst irgendwie einen YouTube-Kanal aufgegeben gehabt oder sonst was. Ich habe weitergemacht, weil ich wusste, egal wie viel Hate ich gerade bekomme, teilweise, Leute, ihr müsst euch so vorstellen, 50% Likes, 50% Dislikes, das hatte ich noch nie, seitdem ich YouTube mache. Wegen etwas, was nicht bewiesen wurde und ich teilweise wirklich so übertrieben viel Hate bekommen habe, wo ich mir dachte, warum? Ich habe nichts mit dieser Hacker-Aktion zu tun gehabt. Meldung, Warnung nicht so rüberkam, wie sie eigentlich rüberkommen sollte. Und zwar ist jemand zuvor gekommen. Es war Sue. Sue hat nichts ahnend deine Base gefunden, diese Kiste gefunden und die Sachen rausgenommen. Und hier war all der Loot von Lukas drin. Weil jetzt denken sich alle so, hä? Hacker, dort, Hacker. Nein, einfach. Bro, das Ding ist, du wusstest das also die ganze Zeit. Ich wollte gerade sogar sagen, ey Leute, chillt bitte, sagt jetzt irgendwie, schreibt jetzt nichts irgendwie bei ihm rein oder sonst was. Weil letztendlich wollte Russik ja einen Prank machen. Russik wollte einen Prank machen und klar, ich bin jetzt da reingegangen, ohne zu wissen, dass er diesen Prank machen wollte. Aber Bro, ich denke mir, warum hast du das dann nicht einfach aufgelöst? Dann wäre ich da aus dem Spiel raus, hätte nicht diesen unnötigen Streit mit Lukas im Nachhinein noch gehabt und du ja auch nicht, du hättest das Video doch trotzdem uploaden können. Hier, Hacker, wie kann das sein, dass es einen Hacker gibt? Oder gibt es doch keinen Hacker? Kann es vielleicht sein, als du dachtest... Bro, ich hoffe so sehr, dass du das gleich erwähnst, weil sonst bin ich sauer auf dich. Ich bin dann richtig sauer auf dich. Ich hoffe, du erwähnst gleich, warum du das nicht aufgelöst hast. Ich halte gerade noch den Ball wirklich sehr, sehr flach. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, Digga, wegen dieser Aktion. Ist, dass ich nach Hause fahre, ich gar nicht nach Hause gefahren bin? Also, Bro. Sehr korrekt, dass du da warst. Ey Leute, Lukas geht jetzt gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab Blitz an. Ich hab bisschen Blitz erkältet, Freunde, Verzeihung. Ich hab einfach gerade Blitz an. Leute, er darf den Blitz nicht sehen. Egal, ja, Leute, er wird schon nicht checken. Leute, er fährt jetzt gerade weg. Er fährt jetzt gerade weg. Oh Mann, Leute, ey. Ich kann jetzt nicht hochfilmen. Ich hab einfach Blitz angelassen. So, ich tue jetzt gerade so, als würde ich telefonieren, Leute. Der fährt gerade raus. Pass auf, da sind Kinder, okay. So, aufpassen, ja, okay, Lukas fährt schon raus, so, wir winken ihm jetzt schon mal, Leute, ich ziehe die Kamera erst hoch, glaube ich, wenn er den Blitz nicht mehr sehen kann, weil ich habe einfach gerade Blitz angemacht, ciao, ciao, hätte es auch nicht gedacht, guck mal, jetzt ist er weg, er ist weg, oh mein Gott. Ich habe nur auf den Moment gewartet, bis du wegfährst, weil zu diesem Zeitpunkt musstest du auch los, weil du einen Termin hattest in München oder sowas, irgendwas war da, du musstest nach München fahren, du warst nicht zu Hause. Aber wie oft wurde gesagt, Sue, du kannst das nur gewesen sein, er war in München, wie kannst du überhaupt die Base sonst finden? Wie oft habe ich euch erklärt, Leute, wenn ein Raid stattfindet, dann ist es doch logisch, dass die Villager irgendwo da drunter sein müssen und genau so war es und das hat mir keiner geglaubt. Aber ich war in deiner Einfahrt, München, München, München. Ich war bei dir daheim. Wie? Wie oft habe ich gesagt, es muss irgendein Mensch sein, der bei dir Zugriff auf deinen Account hatte. Und ich bin so froh trotzdem, dass Russik das jetzt abgeloadet hat. Und das meine ich mit Wahrheit kommt immer ans Licht. Ich bin früher oder später. Es kann lange dauern. Es hat jetzt fast zwei Monate gedauert. Und dann ist das passiert. Ey Leute, jetzt ist der Plan schnell. Ich weiß ganz genau, Lukas ist weg, seine Frau ist weg, seine Tochter ist weg, alles ist clean, aber... von seiner Frau, die kleine Schwester ist gerade da. Ich werde jetzt hingehen und sagen, ich habe was im Büro vergessen, ob sie mir das nochmal aufschließen kann. Weil das ist krass, Leute, aber es muss alles schnell gehen, Leute. Es muss alles sehr schnell gehen und ich muss jetzt nochmal schnell ausmachen, weil ich habe einfach die ganze Zeit Blitz an. Ganz kurz, Lukas ist schon weg, gell? Ja. Ich habe was vergessen im Büro.
Ich müsste da kurz. Hast du zufällig den Schlüssel davon? Ich weiß nicht mal, ob du den Schlüssel hast. Okay, alles klar. Ich bin in einer Minute da. Oh mein Gott, Leute. Ja, ich habe einen Schlüssel bekommen. Und dieser Schlüssel war nicht dein Schlüssel für die Haustür oder so, sondern der Schlüssel Arbeitszimmer. Für dein Büro. Und wie wir vielleicht wissen inzwischen, ist in deinem Büro dein Gaming-Setup. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, um mal den Schlüssel zu probieren, ob es wirklich klappt und ich reinkomme. Wartet, ich konnte jetzt nicht filmen oder so. Das ist genau das, was ich gesagt habe, wird jetzt passieren oder was? Setzt sich an seinen Computer, macht, sonst macht gar alles andere macht ja gar keinen Sinn. Es muss ja genauso sein. Gehst an seinen Computer, hast Zugriff natürlich auf seinen Minecraft-Account, weil man sich da eh nicht mehr einloggen muss, wenn man es einmal gemacht hat. Ja, so war ich bei dir im Büro drin, mein Lieber. Eigentlich mit dem Gedanken, einen Prank zu spielen. Ich wollte ja einen Prank machen. Ich war bei dir daheim drin, in deinem Büro drin, in deinem Arbeitsbereich drin. Klar ist, vielleicht macht man nicht so, aber ich wollte dir eigentlich nur einen Prank spielen. Einfach ein Prank. Ja, also bin ich auch in dein Büro rein und bin an den PC gegangen tatsächlich. Ich bin in seinem Zimmer drin, Leute. Oh verdammt, ich habe Schuhe an und bin auf seinem Teppich rumgetrampelt. Ich hoffe, der ist nicht sauer deswegen. Ey, nein. Oh mein Gott, Mann. Computer angemacht. Ich bin baff, ich bin einfach nur baff, Leute. Auf der einen Seite bin ich glücklich darüber, dass das, was ich gesagt habe, von Anfang an einfach die Wahrheit war und endlich wirklich die Wahrheit bewiesen wurde. Und auf der anderen Seite bin ich einfach irgendwie schockiert, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer Lage wart. Das ist ganz komisch, dieses Gefühl. Jetzt irgendwie, Leute, alles ist kaputt. Wenn Lukas jetzt einfach, oh Gott, wie nimmt er auf? Was hat er hier für Mikrofon, Freunde? Ich darf nichts bewegen, aber ich hoffe, er hat kein Passwort. Leute, er hat auf jeden Fall kein Passwort in seinem Computer drin, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin überall auch in deinen Minecraft-Account reingekommen und hatte plötzlich deinen Account vom PC in-game mit deiner Geheimbase. Curseforge, ich weiß gar nicht, was er auf dem Display hat, deswegen zeige ich euch jetzt nicht alles, nicht, dass ich am Ende irgendwelche Fotos leake oder sowas. Aber wir haben hier YouTuber-Insel, Leute. Spielen. Ey, jetzt müssen wir hoffen, ja, da brauchst Leute, kein Passwort. Dass er in Kannst seiner einfach Base anmachen. Ist, Freunde. Dass er einfach in seiner Base gerade chillt. Und das wird ziemlich wichtig. Game startet. Oh mein Gott, oh mein Gott, fast Mikrofon fallen gelassen. Wir starten. Spielen. Okay, Freunde, es ich trinke mal nebenbei ein bisschen was. Bitte, wo bist du? Oh mein Gott. Oh mein Gott, stimmt, das war ja die Base. Warte, erstmal abchecken. Gibt's die Base eigentlich noch? Gut. Totem? Geisteskrank. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind in ihrer geheimen Base. Ich kann jetzt auch nicht irgendwie geil filmen, Freunde. Verzeiht mir. Ich bin baff. Ich bin übelst baff, Freunde. Das sieht aus wie ihre geheime Base. 100%. Hab mir die Koordinaten fotografiert. Hab den Prank perfekt geplant. Hab eine Kiste platziert, schnelle Welle. Deine Sachen rausgenommen. Und so trefft sich genau so sah das aus. Ungeschick. Nämlich einen Tag später findet Sue deine Base mit der Kiste, allem drum. Er ist drinne, er hat die Sachen und klaut sie. Damit habe ich nichts zu tun. Das Klauen der Sachen war die Entscheidung von Sue. Da bin ich leider raus. Deswegen hattet ihr auch Streitigkeiten. Du konntest nicht verstehen, wie deine Sachen in die Kiste gekommen sind. Und ja, Sue hat die Sachen geklaut. Ihr habt eure Komplikation selbst klären müssen. Der Dieb musste gefasst werden oder dies, das. Ihr habt das geklärt. Hoffentlich. Scheinbar. Ist ja. Haben wir geklärt. Jetzt auch nochmal kurz die Sache dazu, warum überhaupt ich das gemacht hatte zu dem Zeitpunkt. Ihr wisst, Lukas hatte auch bei uns so viele Sachen zerstört gehabt mit Max zu dem Zeitpunkt. Das ist alles eh eigentlich Schnee von gestern, aber zu dem Zeitpunkt wurden wir attackiert, der Dreizack-Bruder-Clan wurde attackiert, mein Hund wurde in Gefahr gebracht in Minecraft, unsere Sachen wurden angegriffen, unsere Sachen wurden zerstört, mein Panda wurde fast getötet, die Sachen von uns aus den Kisten wurden geklaut und dann auch teilweise auch in den Folgen davor, meine Clan-Mitglieder Stani, seine Base-Guns wurde komplett hier zerstört, von Candy wurden auch Sachen kaputt gemacht, wo Candy zu dem Zeitpunkt noch mein Auftragsgeber war, also ihr merkt, ich zähle gerade nur Minecraft-Sachen auf und genau wegen diesen Minecraft-Aspekten war ich ja so sauer auf Lukas, wo ich dann auch im Stream, ihr habt das alles im Stream gesehen, wir hatten
hatten da zu dem Zeitpunkt diesen Stream gestartet gehabt. Ich habe gesagt, Leute, ich werde jetzt alles dafür tun. Wir haben dann dieses Video von Lukas analysiert gehabt, wo er dann zum ersten Mal ein Totem bekommen hatte durch den Raid, weil die zum ersten Mal diese Villager da hatten und dann kamen diese Pilger und ich wusste direkt, okay, Leute, jeder 8-, 9-Jährige, der sich ein bisschen mit Minecraft auskennt, weiß, okay, darunter müssen dann unter anderem die Farm sein oder irgendwas muss da auf jeden Fall sein. Und in dem Fall war das halt die Base, weil in der Nähe auch die Villager waren. Dann bin ich da reingegangen, wollte ihm kleine Lektion erteilen nach Motto, ey Bro, du hast dich mit uns, mit den Dreizackbrüdern angelegt und ich gucke gerade wieder nach oben, obwohl da die Kamera ist. Du hast dich mit den Dreizackbrüdern angelegt, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich lasse es nicht zu, dass man auf meiner Nase rumtanzt, vor allem nicht von meinen Clanmitgliedern Stanley und Blackjack. Und deshalb wollte ich ihm eine kleine Lektion erteilen. Klar, ich habe dann Glück gehabt und ihr habt gesehen, wie ich im Stream, ich kam nicht mehr auf mein Leben klar. Ich war so euphorisch, ich habe Lachflash teilweise bekommen, weil ich mir dachte, okay, ich will dir eine Lektion erteilen. Er hat ja auch einen Tag vorher irgendwie geschrieben, ich beerdige Alphastein. So, und dann dachte ich mir in dem Moment, Bro, nach der Aktion, wo ich jetzt sein Loot habe, kann ich einen Titel und einen Thumbnail machen mit ich beerdige Vive HD in Minecraft. So, wie gesagt, alles auf Minecraft-Basis und genau, dann habe ich diese Sachen genommen mit voller Euphorie und die kennt mich, Freunde. Ich habe diese Items dann nicht mal angefasst. Ich habe die in meine Enderkiste getan, dass Lukas zu mir kommt und sagt, ey Sue, ja hier, ich habe auch vielleicht ein bisschen zu übertrieben mit den Sachen, was ihr davor gemacht habt. Weil wie gesagt, klauen ist klauen, egal was du klaust. Klaust du eine kleine Sache, ist es für den einen, hat es diesen Stellenwert und für den anderen, für jemand anderes, hat es einen ganz anderen Stellenwert. Zum Beispiel hier diese Flasche oder so. Eine Pfandflasche ist vielleicht für jemand wegen 25 Cent richtig viel Geld. Für den anderen eher nicht. Und deshalb, was ich euch damit sagen will, klar, Lukas hat geklaut. Es ist Fakt. Ich habe ja diese Beweise damals geliefert gehabt. Und er hat das getan gehabt. Deshalb wollte ich ihm diese Lektion erteilen. Letztendlich war das eine große Lektion. Und ich dachte, ey, vielleicht ein, zwei Tage später kommt er zu mir und wir können das klären. Er entschuldigt sich vielleicht dafür und ich gebe ihm die Items wieder. Und deshalb hatte ich die auch die ganze Zeit in der Endertruhe. Teilweise Leute kamen zu mir und meinten, ey, Stu, kann ich vielleicht die Items von Lukas haben? Blackjack aus meinem eigenen Team meinte, kann ich so lange die Items von Vive haben? Ich habe gesagt, nein, Digga, kriegst du nicht. Das sind Lukas seine Sachen. Wenn er zu mir kommt und sich entschuldigt, kriegt er seine Sachen wieder. Es ist nicht passiert. Stattdessen kamen dann diese Lügen. Ey, du bist ein Hacker. Ey, du hast meinen Account gehackt. Ey, du hast das und das gemacht, wo ich auch dann tausendmal gesagt habe, Leute, checkt ihr überhaupt, was gerade passiert? Ja, die Zuschauer, die haben dann Minecraft und das echte Leben miteinander vermischt. Ihr wisst gar nicht, was ich für Nachrichten... Ich mache schon 6-7 Jahre YouTube, aber ihr wisst gar nicht, was ich für Nachrichten bekommen habe. Das waren nicht so Nachrichten wie, Sue, du bist ein H-Punkt. Das juckt gar nicht. Sue, du bist ein Bababam. Juckt auch nicht. Meine Mutter, mein Vater, mein Bruder wurden ins Spiel reingezogen. Ey, wenn ich dich draußen sehe, wenn ich deine Mutter sehe, mache ich das, das. Ich will das gar nicht erwähnen, Leute. Wir haben ganz junge Zuschauer. Aber glaub mir, das war schon ganz maximal weit oben, was ich da für Nachrichten bekommen habe. So, und das meine ich, Leute, passt bitte auf. Jetzt auch nicht auf mich bezogen, ja? Ich bin da zum Glück, was das angeht, stark oder stärker als jemand anderes. Und vielleicht jemand anderes in meiner Situation hätte vielleicht keine Ahnung was gemacht. So, vielleicht hätte die Person komplett aufgehört mit YouTube oder was ich was. Deshalb achtet, was ihr für Kommentare im Internet schreibt oder sonst was. Ich will auch jetzt nicht, dass ihr jetzt so russig geht und sonst was zu ihm schreibt, okay, Leute? Weil ich bin mir sicher, er wird wahrscheinlich gleich auch sagen, warum er das nicht aufgelöst hat, okay? Jetzt aktuell so, ne? Würde ich jetzt sagen. Aber mein Lieber, jetzt denkst du dir so, okay, krass, das war jetzt dieses Ding. Sue war der Dieb. Mit Sue war nichts abgesprochen. Das hat meinen Plan kaputt gemacht. Mein Plan war plötzlich zunichte. Und dazu aber muss ich auch sagen, klar, ich verstehe natürlich, dein Plan ist kaputt gegangen, aber Bro, das ist ein YouTuber-Projekt, okay? Das Ding ist, da spielen mehrere YouTuber drauf. Ich kann auch nicht meine Story perfekt machen, so wie ich das im Kopf habe. Ihr wisst, damals mit dem Dreizack, nicht mit dem Dreizack-Bruder-Clan, sondern YouTuber-Insel 1.0, wo ich der Einzige war mit dem Dreizack. Da hatte ich ja auch in meinem Kopf die eigene Story gehabt, wo ich mich teilweise auch wie ein Anime-Main-Character gefühlt habe. Und ich habe natürlich ja auch versucht, den Krieg mit allen Mitteln irgendwie zu beenden. Und es hat natürlich auch nicht so geklappt, wie ich das im Kopf hatte, weil halt jeder seinen eigenen Content macht, seine eigenen Videos, seinen eigenen roten Faden in seinen Storys hat, okay? Und deshalb, weil das ein Projekt mit ganz vielen anderen Menschen ist, kann man das nie zu 100% planen. So, du hast es halt in deinem Kopf geplant gehabt und hast nicht damit gerechnet, dass ich diese Base finde. Aber weil ich diese Base auf einem Projekt mit anderen gefunden habe, ist es halt so passiert. Und ich bin mir sicher, hätte ich das zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, dann hätte das ein Stani mit mir einen Tag später gemacht, weil zu dem Zeitpunkt hat Stani auch gezockt und im nächsten Stream hätte er dann gesagt, ey Sue, lass mal gemeinsam die Base von denen finden, weil wir haben dieses Video zusammen ja angeguckt gehabt im Discord und dann hätte er das mir gesagt so.
Ich habe es halt einen Tag vorher gemacht. Und das meine ich russig so. Natürlich sicherlich. Auf einem YouTuber-Projekt mit ganz vielen anderen kann man nicht zu 100% perfekt planen. Geht nicht. Wieso hast du damals nicht schon das Ganze gesagt und abgewartet, was passiert? Ganz einfach, Freunde. Oh, okay, er sagt es jetzt. Es gab noch eine Sache, die ich, wie soll ich sagen, mitnehmen konnte, beziehungsweise verfolgen konnte, wo jede Woche oder in einer immer bestimmten Zeitabständen mehr Informationen kamen. Ihr müsst es jetzt nicht verstehen, was ich meine, aber ich glaube, du, Lukas, wirst vielleicht auf die Idee kommen, welche Informationen ich plötzlich hatte, die sich regelmäßig aktualisiert haben. Also hatte ich sozusagen... Warte mal, ich checke das gerade gar nicht. Das heißt, es muss ja irgendeinen Grund für Russi geben, warum er das nicht erwähnt hat. Es muss irgendein großer Grund sein. Und wie gesagt, Freunde, ich will nicht, dass irgendjemand hier gehatet wird. Bitte vermischt Minecraft nicht mit dem echten Leben. Klar, ich bin immer noch schockiert. Ich bin gerade so sauer. Aber ich bin mir sicher, Russi hat einen Grund, warum er mich auch in diese Scheiße reingeritten hat. Ich werde es jetzt nicht verraten, welche Informationen. Ich werde es dir vielleicht verraten in einem Gespräch mit dir. Wenn wir uns wirklich auf der YouTuber-Insel treffen sollen, dann quatschen. Aber das geht noch weiter. Es ist ja noch nicht vorbei, mein Lieber. Also Fazit ist, aus einem missglückten Prank ist eine Eskalation gewesen. Hier be- okay, er hat ja auch selber realisiert, dass es wirklich eine Eskalation war. Er sagt ja auch Eskalation dazu. Also er hat selber schon begriffen, okay, es ist was ganz, ganz Schlimmes gewesen und passiert. Aber er muss seinen Grund haben oder seine Gründe gehabt haben, warum er das nicht aufgelöst hat. Beef da, Streit. Ich habe mich aber rausgehalten, weil im Endeffekt, wenn man in ein Haus geht und die Sachen klaut, dann ist man trotzdem ein Dieb. Egal, ob sie jetzt in der Kiste lagen oder... Genau, dann kommen wir zu meinem Punkt. Klauen ist Klauen, Leute. Da hat er schon recht. Decklagen. Sobald man Sachen klaut, ist man ein Dieb. Also hatte ich mit diesem Diebstahl nichts... Und in dem Moment habe ich Feuer mit Feuer bekämpft. Ich habe euch das auch schon immer gesagt, Leute. Bekämpft bitte im echten Leben nicht Feuer mit Feuer. Im Spiel Minecraft, das ist Minecraft. So klar, im Spiel, ihr wisst, Stanja und ich, wenn wir in Fortnite unsere Beefs haben... Wir tun alles, um den anderen zu sabotieren, aber weil das ein Spiel ist. Im echten Leben lieben wir uns so, aber im Spiel, da tun wir alles, um den anderen dann zu sabotieren. Und das ist halt auch das Gleiche so in Minecraft, Digga. Er hat uns beklaut, ich wollte ihn auch beklauen. ...zu tun. Unglücklicherweise waren da halt ein paar Sachen von dir, mein Lieber. Und plötzlich warst du vom stärksten Spieler wieder geschwächt. Erster Punkt, wo man sieht, man ist nicht immer der Stärkste. Es gibt immer jemanden, der stärker ist. Also muss man aufpassen. Aber ich konnte mich dazu nicht äußern, weil ich es angefangen habe zu verstehen, wie die Daten sich aktualisieren und ich immer mehr und mehr erfahren konnte. Ja, also, ich weiß nicht, ob du auf diese Sache kommst, was da passiert ist. Ich habe mich auch aus dem Staub gemacht, weißt du? Ich habe mich aus dem Staub gemacht dann, bin rausgerannt, bin in mein Auto gestiegen und weggefahren. Eigentlich mit dem Gedanken, einen lustigen Prank zu machen. Aber als der Prank dann schief ging, hatte ich noch diesen Ass. Puh, ich muss echt aufpassen, was ich gerade sage, Leute, weil wirklich bei mir die Emotionen sind komplett durcheinander gerade. Wirklich. Teilweise, wie gesagt, weil das nichts mehr dann mit Minecraft zu tun hatte. Zumindest was mein Fall jetzt angeht, ja. Russik und Lukas da komplett rausgelassen. Aber für mich gerade, wenn ihr diese Nachrichten auch hättet, dann wüsstet ihr genau, was ich gerade meine. Aber wie dem auch sei, ich sag euch Real Talk gerade. Lass mal kurz nochmal weiter gucken. Was im Ärmel, verstehst du, was ich meine? Und ich musste den noch warm halten. Ich konnte das Ganze nicht spoilern, weil ich ihn mir aufbewahrt habe für eine Situation wie diese hier, wo ich wirklich nicht weiß, wie man das am besten klären soll. Und ja, jetzt zünde ich diesen Ass. Ja, wie soll ich das am besten sagen? Die nächsten Tage wird sehr, sehr viel passieren. Und wirklich, die nächsten Tage werden sehr, sehr viele Sachen passieren. Ich weiß immer noch nicht, Bro, ich will diese Antwort von dir wissen. Ich will wissen, was der Grund dafür war, warum du mir nicht gesagt hast, dass du hinter dieser ganzen Scheiße steckst. Ich will das von dir wissen, Russik. Und wenn dieser Grund nicht krass genug ist, ne, dann war es das für mich. Dann bin ich menschlich so enttäuscht, auch von Lukas, dass er mir... Teilweise, er hat mir immer noch nicht geglaubt, so. Teilweise, klar, wir haben uns da entschuldigt, aber ich kann mir so übertrieben krass vorstellen, Leute, dass Lukas immer noch denkt oder zu dem Zeitpunkt gedacht hatte, dass ich irgendwas damit mit diesem Hackerangriff zu tun hätte. Und das verletzt mich gerade, dass trotzdem Lukas und Russik mich in diese Scheißsituation reingebracht haben. Ich hoffe, du lässt dich auf jeden Fall auf ein Gespräch ein, mit mir in-game.
egal wo, egal wie. Und wir können auf jeden Fall schön darüber reden, weil ich denke, das wird ziemlich, ziemlich spannend, unser Gespräch. Und vielleicht bis dahin hast du rausgefunden, wovon... Er sagt halt auch die ganze Zeit, Lukas, 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 Bro, versetz dich doch mal in meine Lage. Denkst du nicht, ich habe auch noch ein ernstes Wörtchen mit dir zu besprechen? Denkst du nicht, wie ich mich gefühlt habe? Warum hast du das nicht gesagt, dass du dahinter steckst? Warum hast du 2 Monate gewartet? Warum hast du es zugelassen, dass sogar mein Bruder sich da einmischt? Das sind alles Fragen, worauf ich eine Antwort haben will. Und ich spreche. Und wenn ja, dann wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gespräch zwischen uns beiden. Lukas, du musst halt aufpassen. Was hatte aber, dass er Lukas irgendwie zügeln kann oder zügeln will? Es muss ja irgendein krasser Grund sein. Also halten wir fest, Leute. Es muss irgendwas sein, was mich davon rausnimmt, warum er quasi nicht die Wahrheit direkt schon früher gesagt hat. Und womit er Lukas zügeln kann. Die Frage ist was? Hat er irgendwas über Lukas herausgefunden, was kein anderer wissen soll? Hat irgendwas Lukas getan, was uns alle enttäuschen wird? Ich weiß es nicht. Aber es muss einen krassen Grund haben, warum Rusak nicht mit der Wahrheit viel, viel früher rausgerückt ist. Manchmal, ne? Allgemein, viele auf der YouTuber-Insel passen nicht auf. Nicht Allverstand ist immer der Böse. In jedem Menschen steckt etwas Gutes und etwas nicht so Gutes. Die einen zeigen es später, die einen zeigen es da. Und es ist jetzt der Moment gekommen, wo wir auf jeden Fall... Das sage ich auch immer. Aber Rusak, für mich bist du gerade wirklich jemand... Ich muss echt aufpassen, was ich gerade sage, weil ich bin schockiert von dir. Du musst mir sagen, von mir aus auch privat oder sonst was, ich will von dir diese Antwort wissen, ja? Ich will wissen, warum du die Wahrheit nicht früher rausgerückt hast. Tränen von Alphastein gemeinsam wegwischen werden. Also ich werde mit dieser Ansage jetzt beenden. Ich war bei dir daheim, ich wollte einen Prank machen. Der Prank ist schief gegangen. Nichtsdestotrotz habe ich dir jetzt ein kleines Rätsel dagelassen, weil ich habe etwas von dir in meiner Hand und ob du drauf kommst jetzt durch diese Tipps, ich habe auf jeden Fall jetzt schon ein paar Tipps gegeben. Vielleicht kommst du drauf, vielleicht auch nicht. Spätestens, wenn wir uns in-game sehen, werde ich es dir dann erklären. Nochmal schön in Ruhe. Also stress dich jetzt nicht, alles ist gut. So, weißt du, wie ich meine? Manchmal muss man halt fürs Handeln auch mal mit einem Gegenhandeln rechnen. Und danke, das denke ich mir auch gerade bei dir. Ich glaube, mit so einem Gegenhandel hast du jetzt nicht gerechnet. Und ich würde einfach mit diesem Video jetzt sagen, mit dieser Ansage, dass du jetzt gewarnt bist und wir jetzt kurz reinspringen und rübergehen zu Alphastein. Damit ihr seht, wie kaputt er ist. Ich werde mit ihm jetzt noch schnell reden. Aber wie es mir geht, ist dir komplett scheißegal, oder was? Diese Ansage, damit ihr versteht, wieso ich das tue. Weil er ist gerade die Person, die mir wertvoll ist. Ja, ich mag den Jungen. Er ist wie ein kleiner Bruder von mir. Er ist wie ein kleiner Bruder von mir, wo ich mich verpflichtet fühle, ihn zu beschützen. Ich war immer für dich da. Ich habe dich auch wie meinen eigenen Bruder behandelt. Wir hatten nie Streit, wir hatten noch nie irgendwelche Probleme. Egal wo, egal wann. Und dass ich so viele Probleme bekommen habe wegen diesen Aktionen, gerade wegen dieser Aktion von dir, dass du 2 Monate leise warst, dass du still warst, dass du niemandem was gesagt hast. Ich bin gerade wirklich sprachlos. Aber wie gesagt, ich bin mir sicher, es muss irgendeinen Grund haben. Dieser Grund, den er da hat, auf Lukas bezogen. Das ist wahrscheinlich die Antwort auf alles. Lukas, wir werden uns sehen. Morgen. Morgen will ich dich auf der Insel sprechen. Ja, Rusak, wir werden uns auch bald sehen. Und jetzt schalten wir also rüber. Ich verlange das. Bruder, ich verlange das. Ich will dieses Gespräch haben. Ja, so sehe ich, Leute. So, Leute. Ach, Freunde, ich... Tut mir bitte diesen Gefallen. Hatet niemanden. Weder Lukas, weder Rusak oder sonst wen. Ich bin irgendwie, wie gesagt, dankbar, dass jetzt die Wahrheit endlich ans Licht gekommen ist. Und trotzdem fehlt mir noch die endgültige Wahrheit. So, warum musste man 2 Monate alles schweigen? Warum kommt man nicht einfach direkt mit der kompletten Wahrheit raus? Ich werde diese Wahrheit herausfinden wollen. Ich will das herausfinden. Ich will mit beiden nochmal reden. Ich verlange auch von Lukas nochmal eine Entschuldigung, Leute, weil das, was er mir da wirklich diese 2 Monate unter die Nase gerieben hat, mit seiner riesen Community mit 2 Millionen, 2,7 oder wie viele Abonnenten auch hat, dass ich da wirklich von so vielen Leuten täglich angegriffen wurde. Nicht nur ich, meine Familie, wie gesagt. Das geht nicht. Nicht mal meinen schlimmsten Feind wünsche ich sowas.
Und an alle, die wirklich von Tag 1 auf meiner Seite waren, die wussten, dass ich die Wahrheit erzähle. Ich küsse eure Augen wirklich. Vielen, vielen Dank für euren Support, dass ihr mich täglich immer noch supportet. Ihr wisst, es hätte zu dem Zeitpunkt schon mein Ende sein können, ja, was YouTube angeht. Aber trotzdem gab es so viele Menschen, die an mich geglaubt haben. Deshalb, Brofist geht raus, ich küsse euch. Ich muss erstmal diese ganzen Informationen von gerade verarbeiten. Das ist echt krank gewesen. Ich bin immer noch teilweise so übertrieben, eigentlich sprachlos. Deshalb, haut rein, Freunde. Ich küsse eure Augen. Danke für alles.